Okay, Alter, bist du ein geiler Hengst. Alter, was macht ihr denn da? Das war richtig krass, aber wir brauchen dafür halt. Hältst du den gerade? Oh, was ist das denn? Ja, das fragst du dich, ne? Achso, erstmal natürlich hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Raff mit dem Richie und dem Nico. Hallo. Hallo Menschen. Geht da mal hier weg, ihr komischen Esel. Wir laden auch rein. War voll schon das Gerät. Ich will auch. Alter, wir werden angegriffen. Hilfe! Warte. Angriff, Zugriff. Ich nehme dich jetzt mit. So. Mal das Schaf. Hey, ihr nehmt wieder was mit, der klaut wieder was. Der das Schaf hier oben aus, Alter. Ja, Mann, es will Sonne. Alter. Du, Nico. Es mag mich viel lieber als wie dich. Nico. Bleib doch hier. Nimm da das Ding und hau ab, weißt du? Boah, ich seh doch schon wieder, der ist ja heute schon wieder voll, ne? Ja, klar. Ich kann ah, der ist gar nicht voll, okay. Ja, Achso, das war Holzjogel, ne? Ja. Okay. Find auch also die wenn hier mal das ganze Gras weg ist, ne, dann können wir auch einfach dieses Gerät anschalten. Und dann ob du das Stück Holz hier vor mir wegnimmst, ich seh meine Angel nicht mehr. Nee, geht er nicht. Ja, Sicherheit geht vor, weißt du? Kundschaft, hallo. Ja, natürlich, Werner. Was für eine Kundschaft? Was für eine Kundschaft? Ja, warte, schreit der Kundschaft hier rum, hä? Immer mit Profis, oder? Das wird nichts mehr, vergiss es. Richie ist dabei. Ja, Lack ist doch mal am Wochenende, oder? Auch? Was war eigentlich am Wochenende? Zu Hause? Beinchen hochgelegt und so? Und Schnitzel gekocht, muss man dazu sagen. Gekocht, das ist ja alles klar. Ja, ohne Scheiß. Kochst du Schnitzel oder kochst du Schnitzel? Beides. Boah, der Olaf geht schlecht. Warte, ich komme mit dem Messer. Mal. Wo ist er? Olaf. Ist das da, Olaf? Alter, nein. Er hat einfach Bern. Ah, nee. Hallo, lass es doch mal. Die haben keinen Bock drauf. Das ist viel, das ist Massentierhaltung, was du hier machst. Guck dir den mal an, der hat keinen Bock mehr auf dich. Alter, der hat jetzt einen Sprinkler bekommen. Ja, noch ein Gerät mehr in dem kleinen Gehege. Alter, wer dreht dieses Boot eigentlich schon wieder? Ich, nee, wir sind beide hier unten. Richie? Ich bin am Angeln, Junge. Der Fisch ist so groß, der zieht uns in eine andere Richtung. Eine Mega-Mongo-Welt. Alter, wer hat es... Fahren wir noch richtig? Werner hat es einfach geschafft, das... Sonst hau ich die Bremse rein. Nee, das ist Lenkrad einfach ganz allein eingeschlagen war. Ach so, sind wir im Kreis gefahren? Ich wundere mich schon, warum nichts in den Netzen drin ist. Jetzt kannst du hier so eine Batterie reinmachen. Hier kann das man Gerät. Nein, Alter, wie kann hier ist hier man so eine Batterie reinmachen. Nein, nicht Olaf tragen. Eine Battery platzieren und dann springt du. Warte, guck jetzt mal, Werner. Warte, lass mich kurz die Bette aufsammeln hier. So, ja, ich gucke. Nee, er macht's nicht, weil keine von denen kaputt... Alter. Ja, das kommt von deiner Massentierhaltung, weißt du? Ja, könnt ihr mal essen? Hier ist doch reif, oder nicht? Ja, vielleicht latscht du nicht die ganze Zeit davon Essen rum? Alter, jetzt hier ist doch reif, oder? Es ist. Er hat Bock. Oh, die wollen nur das Handgegossen. Also wenn ich in die Augen gucke, dann sehe ich hier, die wollen hier nie sein. Ja, dann sehe ich hart. Ja, hier bist du ja noch nicht vom Sprinkler. Alter. Mann, das sind Bio-Lamas, die essen nichts vom Sprinkler. Ja, die wollen Natur. Vom Wasserfall. Ja. Alter. Du vom Wasserfall? Ist auch so ein Wasserfall, alter Schwede. Geh mal das andere Gefährt nochmal schälen. Mein Haken ist kaputt. Ja. Hab mir einen neuen gebaut. Ey, geil, Werner. Ey, ich hab Hunger. Ja, dann gönn dir doch Olaf. Da oben gibt's einen Braten. Ey, ist gleich tot. Soll ich Olaf kalt machen? Nein. Hast du? Ich mach das selber. Ich würde den gern warm essen. Ich könnte einen Spieß reinjagen und dann haben wir das auch Spieß gleich, weißt du? Hallo, könnt ihr mal aufhören, den Lamas zu schlachten? Ja, okay. Ausnahmsweise. Weißt du, Richie, der Naturfreund, weißt du? Hey, guck, cool. Guck mal jetzt. Werner, jetzt guck. Was ist denn? Kriegst mir auch hier den Sprinkler. Ja, Richie fände das richtig geil. Warte, ich komm gleich runter, Junge. Er ist schon gekommen, der Sprinkler. Was war das gerade für eine Aktion? Bei der Sprinkler. Das waren 3 Tröpfchen. Ja, wie war der richtig? Was? Oh, ich brauch Kunststoff. Insel,
groß, hoch, da. What the f- Ach, da, ja. Jo, wir fahren nochmal rüber. Hallo, du übernimmst hier kein Steuer mehr. So, warte. Nein, 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 nein. Au! Hallo, ich kann das. Töte mich nicht. Nein, nein, nicht da direkt drauf. Du musst da in die Bucht fahren. In die Bucht fahren? Warte, ich fahr so hin. Sagst du, ja, wann's passt? Ja. Rechts. Gar nicht. Achso. Können wir das nicht gerade, so machen, dass ich da fahr? Ich muss gerade, die ganze Zeit umdrehen. Warte. Gerade. Wie ist der gerade? So? Ja, ah, das lange muss oben sein. Okay. Meistens. Lach nicht, Richie. Das muss so. Ach nicht. Was ist das für eine fette Insel hier? Da gibt's Holz. Oh, da Ehering, Alter. Muss aber auch noch was essen. Das ist die dicke Bäreninsel. Oh, können wir da einen Bär zähmen? Ja, geht so. Ich hab mal einen Grill leer gemacht, ne? Boah, ja. Stell dir mal vor, wir hätten hier einen Bär auf dem Boot. Das wäre geil. Es wird keine Lamas mehr. Das wäre aber egal. Hätten wir Bärenmilch. Bisschen schwund ist Bärenfell. Immer. Bärenmilch. Bärenmilch. Wie kommen wir denn da hoch? Ja, durch die Bucht. Nein, Bucht, die ist ehrlich die... jetzt. Alter, ja, na, ne? Ja? Kannst du durch die Höhle tauchen. Ich freue mich. Freue mich. Haben wir eine Lampe? Ist ein bisschen dunkel, Alter, wahrscheinlich. Wer hat schon wieder das Gerät nicht aufgefüllt, nachdem er es. Was denn für ein Gerät denn schon wieder? Ja, der Alter, hat außerdem geht es den Olafs nicht gut. Ganz ja, ehrlich. Das habe ich dir aber auch gesagt, dass der im Verrecken ist. Frisches Wasser, warum brauchen die denn frisches Wasser? Nico, Alter, Tier und so ist hast nicht du da dein. Hast du Salzwasser reingemacht in die Anlage? Was? Ja, ja, klar, der wollte sich zur Strecke bringen. What? Ey, das macht ja gar keinen Sinn. Dann bräuchten wir diesen Sprinkler, müssten die mit. Ja, ja. Ja, red weiter, ja. Ja, doch. Ja, der Sprinkler ist ja dafür da, dass er aus Salzwasser normales Wasser macht. Ah, ja. Nee, dafür ist ja unser Aprilo da. Ja, aber das wäre ja total unnötig. Da kann ich auch selber gießen. Muss ich nicht noch extra Strom für den Sprinkler benutzen? Dann mach doch. Benutzen. Mann. Alter, ich brauche die Battery. Ich wollte schon mal runterspringen. Ah, du sind wir schon da? Leute, Alter, wir fahren da gleich gegen, Mann. Könnte man Anker raushauen? Alter, Werner. Alter, bist du kacke, wo ist. Können wir die Motoren umdrehen? Jetzt davon. Haben wir schon dagegen oder wie sieht's aus? Ja. Anker ist unten. Bitte einmal bitte. Nein, nein. Einmal ich bitte bin den Motor umdrehen. Ist jetzt ziemlich die Wackelkiste, turn was wir da zusammengebaut haben. We ne? need to turn around. Hier ist kein Aufgang. Ah doch, hier ist ein Aufgang. Es kann heute passieren, dass wir Werner zum ersten Mal. Ja, wir verlieren. Müssen. Nee, warum verlieren? Wir fahren jetzt auf der anderen Seite gegen, ne? Wir drehen uns. Ja, das ist doch was ähnliches wie ein Zaun. Wir können hier hoch, Jungs. Machen Motor aus. Nein, 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 nicht Motor ausmachen. Motor anmachen. Das ist ein Bernhard hier. Okay. Da ist so ein Symbol. Abfahrt andere Richtung. Bitte. Watch out for bears. Was heißt das? Ponys sind hier. Wie soll ich dir das jetzt erklären? Warum bin ich hier schon alleine, Jungs? Ja, weil wir auf dem Boot sind und weiterfahren. Nein! Ja. Alter, wer hat dir den Anker hochgemacht? Runter. Das finde ich nicht korrekt von euch. Er ist am Wildbären sammeln, oh. Junge, ich bin ja am Angeln. Als professioneller Captain weiß das. Alter, Captain Morgan vielleicht, ja. Ich hab schon ein bisschen Durst. Jungs, könnt ihr jetzt hochkommen? Ich habe ein bisschen Angst hier. Wir fahren gerade an die richtige Anlegestelle. Es ist dunkel. Bei einem Hafen nicht. Ja. Was jetzt, wenn, wenn so ein Bär vor mir auftaucht? Was mache ich dann? Ganz laut schreien. Laufen. Ah, da kannst du vielleicht diese Run-Musik machen. Einbauen so. Run, dude. Hast du irgendwie was getrunken, Nico? Also. Oh, nee, das ist ja das Problem. Aber hier ist auch kein Bär, glaube ich. Das ist nur so ein Geschichtchen. Ja, ist ein Fetisch. Fetisch? Das ist aber was anderes, glaube ich. Nein, nein. So ein Bär würde man nur. Wir bauten da schon wieder alles, ne? Es ist ganz ruhig hier. Alter, noch drei Kunststoff noch? Hat einer drei Kunststoff noch? Was hat er? Drei Kunststoff. Ja, der baut schon wieder unser Boot ab, ne? Alter, ich baue die Mongo-Samen hier oben ab.
Mango. Da ist so ein Wegpfahler. Warte mal, was ist das hier? Boah, ja, da geht's ja noch weiter. Hast du irgendeine Waffe dabei eigentlich? Ich habe eine Axt. Also gib schon mal deine Position durch, besser. Ja, ich bin hier auf den Bergen oben. Da ist ein Baum. Ja. Also die Bäume hier kann man auf alle Fälle nicht fällen. Das habe ich jetzt mal versucht. Hier ist... Was ist hier das? Steine sind hier. Ach. Und hier ist eine Brücke, hast die man schon nach angeflanzt? Unten... Was ist denn hier mit der Sprinkleranlage? Wo seid ihr denn? Die kann erst mit Battery benutzt werden. Sind weg. Ich weiß nicht, wo Nico hier hinfährt. Ja, also richtig an. Hier ist ja keine Anlegestelle. Ja, auch nicht. Oh. Wo ist eigentlich unser dritter Stock? War eigentlich ja der zweite Stock. Da hat eigentlich jetzt noch hier einer mal ein bisschen Plastik. Alter, bin ich Genius. Aber sowas von. Ja, ich hab hast du einen Stein gegen die Brücke? Ja, über? Ja. Weiß. Wo bist du? Ganz oben an der Brücke. Mein Nego. Also. So, über dir. Wie brauchst du jetzt? 2. Hör ich da irgendwelche Schritte? Nee, oder? Unser Motor an den Aus. Ja, warte kurz. Ich muss gerade den Sprinkler besprinkeln und dann. Was benötigt Wasser? Ich will doch gar nicht. Hey, ist doch voll! Voll oder voll? Boah, guck mal hier, ein aufgefüllt, Alter, direkt geht's ab hier. Könnt ihr mir nochmal verraten, wo ihr seid? Ich würde gern zu euch kommen, tatsächlich. Okay. Können wir nicht warten, bis Tages ist, wir ja die Insel erforschen? Dann musst du leider zum Boot kommen, können wir schlafen gehen. Oh nein, Elliot? Okay, das, was ich sehe, ist der Mond. Wo ist der Mond von euch weg? Im Norden. Seid ihr da, wo der Mond ist? Ja. Nee, ehrlich jetzt, oder? Ja, auf der Seite von der Insel, wo der Mond ist. Könnt ihr auf die andere Seite rüberfahren? Ja, wir fahren noch weiter rum. Ihr müsst auch ein bisschen Bonn, mitspielen, weißt du? Nee, doch nicht. Damit du mal lieber ein paar Wildbären, ja. Alter. Dir noch kein Bär entgegenkam, ist ein Wunder eigentlich. Nö. Bin aber auch sehr leise, muss ich. Hier so. Gibt's Bienen. Ja, die musst du mit dem Swipe-Net fangen. Hab ich nicht mitgenommen. Könnt ihr das mitnehmen? Ja, kann. Haben wir nicht mehr gebaut, aber ja. Aber warte mal, wenn Bienen da sind, dann sind die Bären doch auch nie weit. Oder? Nur weil beides mit B anfängt, oder was? Zum Beispiel? Ja. Ja, klar. Oh, ich glaube, die Sonne geht auf. Die geht ein Lichtlein auf, aber sonst. Ja, siehst du ein Licht am Ende des Tunnels? Es wird ganz hell. Ja, ganz klar. Die Leute mit den weißen Kitteln. Wir sind immer noch da, wo der Mond ist. Bei mir ist die Sonne schon... Boah, ist das hell, Alter. Ja, wir sind jetzt nicht auf der Seite der Sonne, ne? Ich bin auf der Sonnenseite des Lebens. Alter. Könnt ihr jetzt mal kommen, Jungs? Nee. Ich hab ein ganz anderes Problem. Ich hab Hunger. Ich weiß ja nicht, warum du unser Floß verlassen hast. Ich wollte das erkunden. Ich bin hier... Erkundungstyp, weißt du? Ach ja. Okay, warte mal. Das Problem ist, ich kann hier nichts fällen. Das ist mein größtes Problem. Ich habe auch eine Axt, aber du kannst hier nichts fällen. Ja, weil die zu groß sind, die Dinger. Also ich glaube, auf der Insel hier, wo ich bin, ist kein Bär. Der wäre mir schon 100 Mal entgegengelaufen. Ich hüpfe doch ganz alleine hinter dir her. Nee, ich gucke immer wieder nach hinten. Hier ist auch kein Boot. Langsamer oder was ist da los? Ja, wir sind echt langsam. Ja, weil ihr müsst zu mir fahren. Wir fahren auch gegen den Wind irgendwie. Ja, ich glaube, wir fahren gegen die Wellen. So, hier ist auch kein Bär. Wir sind jetzt beim offiziellen Strand. Bei der offiziellen Anlegestelle. Gibt es Strand? Das ist eigentlich immer noch nicht die offizielle Anlegestelle. Die Anlegestelle sieht immer noch ein bisschen anders aus. Hier ist eine Treppe. Ich bin vorbeigelaufen, nicht Dulli. Alter. Aber wir können hier anhalten, das ist okay. Der muss genau auf die gegenüberliegende Seite von der Insel. Ja, das ist eine mächtige Bucht. Ja, aber könnt ihr nicht zu mir kommen? Ich mach mal bereit, hier den Anker zu... Ja, bin bereit. Ich höre so Abenteuermusik. Ist nicht gut, ja, oder? Ja, kommt ein Bär.
Ich bin jetzt aber am Hochstand oben. Der wird so nicht und im Hochstand sein. Und Anker. Schön's aus. Also, geh jetzt mal nicht davon aus, dass mir jetzt hier oben ein Bär begegnet. Bin wir ich sehe den ja nicht hier, aber ja. Okay, hier könnte ich auf alle Fälle mal aushalten. Aber wir haben jetzt einfach eine Battery für unsere... Krass, ne? Aber du kannst das Salzwasser reinfüllen in das Ding. In den Sprinkler? Nee, hier ist gar nichts. Ja. Jetzt unsere Tiere. Gut, jetzt sterben die auch nicht, wenn wir weg sind. Ist das nicht toll? Könnt ihr jetzt mal kommen? Gut, liebe Leute, wir sind erstmal fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Macht es gut und ciao, ciao! Damit, Frau.